Ich habe jetzt zu meinem Bedauern gerade gesehen, dass wir schon eine knappe Stunde aufnehmen. Das ist natürlich sehr viel. So lange wollte ich das Video eigentlich nicht machen. Ich glaube, ich werde es jetzt beenden. Beziehungsweise ich mache das jetzt fertig. Ja, genau. Ich mache das jetzt fertig. Ich werde das jetzt hier noch am Stück aufnehmen und dann werde ich das Video in zwei Teile cutten, weil ich möchte eigentlich nicht ein Video, das über eine Stunde geht, aufnehmen, weil das ist doch ein bisschen too much. Deswegen cutte ich dann dieses Elras-Fragment einfach in zwei Teile. Ich glaube, das passt. Das verändert sich ja auch nicht mehr. Langweilig. Aber was soll's, wenn es ihr hilft, in ihren kleinen Erinnerungen zu schwelgen. Dann mache ich hier mal meine Aufwartung. Man muss sich doch gelegentlich erkenntlich zeigen. Oh mein Gott, es ist Jesus. Er kann über Wasser gehen. Oh, das muss ihr Rückzugspunkt sein, nehme ich an. Vielleicht. Beziehungsweise, das ist ja im Inneren von ihr, nehme ich an. Ich meine, es ist ja Gorgot und die sexy Jaina. Verschwinde! Ja, Garda, meine ich. Wie immer so kalt, my lady. Solltest du nicht dankbar sein, dass ich dich in deiner Isolation hier ab und zu besuchen komme, Dankbarkeit, das ist etwas, das du nicht mit Gewalt bekommen kannst. Stört dich das? Fühlt es sich seltsam für dich an, dass dein eigener Körper dich mehr als jeder andere töten will? Dass er dich mehr als jeder andere hasst? Mir ist vollkommen gleich, was mein Körper fühlt und denkt. Er ist ein Instrument. Eines, das sich wie alles andere auf der Welt der Seele unterordnet. Meine Seele war stärker als deine und so darfst du dem Herrscher der Welt als Wirt dienen. Dankbarkeit sollte die Konsequenz sein. Ah, ich verstehe. Du würdest vermutlich auch eine Bettlerin vergewaltigen und ihr dann klarmachen, dass sie sich privilegiert fühlen sollte. Niedere Fleischeslust mag ein schlechtes Beispiel sein, aber ja, my lady, so funktioniert es. Immerhin, my lady, der sie... Du bist abscheulich, und die Tatsache, dass du das selbst am besten weißt, ist Grund genug für mich, mich nicht davon beeindrucken zu lassen. Die Welt beherrscht man nicht mit Liebe und guten Absichten. Weltherrschaft? Was bedeutet euch das schon? Nur ein leeres Wort, das ihr weitertragt, um nicht zu vergessen. Euch geht es doch nur um Zerstörung. Alles und jeden auslöschen, das sie gehasst hat. So funktioniert eure perverse Form des Trauerns und Gedenkens. Da ist was dran. Eventuell. Vorsicht, Mädchen. Vorsicht? So funktioniert es nun mal, Garda. Unsere Gedanken sind verbunden. Du besitzt meinen Körper, aber ich kenne deinen Geist. Ist vielleicht eine Schwachstelle, oder? Ganz gleich, wie viele rothaarige Frauen ihr erschafft, ganz gleich, wie viele ihr mit euren Schattengeistern in Besitz nehmt. Marlena wird es euch nicht zurückbringen. Sie ist tot und verrottet in der Erde. Oh mein Gott. Und wie immer, halt... handelt der Feind aus Liebe. Du erreichst es erneut, meine in Übermaß vorhandene Großzügigkeit aufs Empfindlichste auszureizen, Göre. Ich habe dir im Gegenzug, dass ich deinen kleinen Vampirkörper beherrsche, genug Freiheit gelassen, dein Gefängnis nach Belieben zu formen, aber das hier kann auch ganz schnell wieder ein stinkendes Kellerloch werden. Knie vor meinem Großmut! Steck dir deinen Großmut in den Arsch, Garda. Ja, Jaina ist... cool. Sie hat mehr Eier wie mancher Mann. Schön, bleib trotzig, unterhalte mich mit deinen kleinen Spitzen und sieh mir dann, wie ich erst deine Vampire und dann deine ach so geliebte Schwester wie ein Köter schlachte und ihre Körperteile über meine Welt verstreue. Vielleicht behalte ich aber ihren Kopf als Andenken. Niria und die Vampire werden dich und deine armseligen Freunde aufhalten und euch zu eurer Marlena schicken. Das ist keine Frage des Ob, sondern des Wann. Und du hast ganz recht, Garda. Ich werde zusehen. Genieß meinen Körper, solange du ihn noch hast. Oh mein Gott. Verkauft sie sich etwa an die... Nein. Tja, sind wir doch nicht so mächtig, wie es scheint, hä? Ich meine, eigentlich, wenn man ganz genau nimmt, sind die Elras ja schon eigentlich Fürze. Niria. Interessant. Ich fand, also, das fand ich jetzt wirklich sehr interessant. Das fand ich wirklich sehr interessant, diese Szene. Das ist ziemlich traurig, aber auch ein wenig ermunternd. Schön, wenn es diese Wirkung auf dich hat, Simi. Simi? Was mich noch interessiert, ist das Innenleben und die Hintergründe der Elras. Es fällt mir schwer zu glauben, dass sie eben einfach nur wahnsinnige Magier sind, die die Weltherrschaft wollen, weil warum denn auch nicht? Das muss doch mehr dahinter stecken. Da muss man. Glaubst du, ja? Es wäre zumindest äußerst platt, wenn nicht. Ich erzähle bestimmt keine platten Geschichten. Tatsächlich gibt es da einiges, das ich dir berichten kann. Und das werden wir jetzt auch tun.
Lasst uns herausfinden, was die Motivation der Elras ist. Das finde ich echt geil. Sehr interessant gemacht hier. Was für ein schrecklicher Boden. Wenn du dich nicht benehmen und gehorchen kannst, wenn es von dir verlangt wird, dann wirst du eben einen weiteren Tag im stillen Zimmer verbringen. Aber ich wollte doch nur noch ein bisschen mit Marlena spielen. Wage es nicht, mir zu widersprechen, sonst wird es noch ein Tag, junger Mann. Die stille Treppe ist digitiert zum stillen Zimmer. Setzen! Was für ein schrecklicher Boden, ich krieg Augenkrebs. Bitte, ich will nicht hierbleiben, Schwester Magda, nicht schon wieder. Ich werde auch ganz brav sein. Bäm! Du undankbares Stück Dreck! Wisst ihr eigentlich, wie wir uns jeden Tag für euch abrackern? Und als Dank wollen wir lediglich etwas Gehorsam und Ordnung, aber nicht einmal das wollt ihr uns zugestehen. Du setz dich jetzt auf diesen Stuhl, oder ich schwöre dir bei Gott, Junge, ich prügle dich windelweich. Aua. Der Tag hier drin gibt dir hoffentlich Gelegenheit, darüber nachzudenken, ob du das nächste Mal erneut widersprichst, wenn dir ein Erwachsener was sagt. Oh mein Gott. Was für eine Kratzbürste. Also bei dem Zimmer würde ich auch Paranoia schieben. Ich würde es nicht mal wagen mehr, ein Wort zu sagen. In diesem, so wie es aussieht, Kinderheim oder irgendwas. Geht's jetzt heute nochmal weiter oder muss das so? Naja gut, es mut wahrscheinlich. Es mut so. Gut. Licht aus. Licht aus. Wir werden alle sterben. Wir werden alle sterben. Irgendwann mit Sicherheit schon, ja. Finsternis machte sich bereit. Es war ein netter Einblick in Morlons perversen... Ah, das Archiv meiner Erinnerungen. Wie lange war ich nicht mehr hier? All die unnötigen Erinnerungen, all der überflüssige menschliche Schmerz. Puh. Und doch, manchmal ist es schön, sich zu erinnern an die Anfänge, an unsere Motivation, an sie. Sonst hätte ich das ja auch einfach löschen können. Also dann, Zeit für etwas Nostalgie. Genau. Meine älteste Erinnerung. Verdammt, es ist unglaublich lange her. Das Waisenhaus. Die Kinderwiege. Stimmt, Waisenhaus. Das Wort ist mir nicht eingefallen vorhin. Dummerweise. So, wir können uns hier jetzt reichlich umschauen, reichlich in Erinnerungen schwelgen und alle... Oh mein... Ach du meine Güte. Und reichlich Bücher lesen. Oh mein Gott. Naja, es muss ich ja auch rentieren, würde ich sagen. Es muss ich rentieren. So, dann würde ich sagen, fangen wir mal an zu lesen. Beziehungsweise, kann ich überhaupt mit allen Büchern hier kommunizieren? Nein. Okay. Oder ich muss sie vielleicht nach der Reihenfolge abklappern. Das kann natürlich auch sein. Gucken wir mal. Lass mich sehen. Ich lasse dich sehen. Was werden wir alles erfahren? Oh ja, oh, das wird interessant. Endlich! Endlich sind wir frei! Endlich können wir dieses verdammte Waisenhaus hinter uns lassen! Ich habe nie so richtig verstanden, was du gegen die Kinderwiege hast, Lina. Immerhin haben sie uns 16 Jahre lang behütet und aufgezogen. Bedeuten täglich etwas Brot, 3 Becher Wasser und gewaltsame Züchtigung für dich Behütung. Goth? Falls ja, tut es mir leid. Willkommen im echten Leben. Diese selbstgerechten Tanten haben nur schlechter das übernommen, was unsere Huren von Müttern hätten tun sollen. Aber denen waren wir ja nicht gut genug. Dass das ja ein schöner, idealer Ort zum Aufwachsen war, habe ich nicht behauptet. Ich stimme dir zu. Ich bin auch froh, dass wir endlich unseren eigenen Weg bestimmen können. Okay, der Typ hat keine Eier. Und wo soll der hinführen? Was gibt es in dieser Region denn schon? Ein paar kleine, dreckige Dörfer und die Hauptstadt. Aber da brauchen wir armen Schlucker uns gar nicht blicken zu lassen. Aber immerhin wollten wir auf der Thronfürstlichen Universität studieren. Über kurz oder lang führt unser Weg dorthin. Bis dahin könnten wir auch nach Arkmestor gehen.
Zu weit weg. Wir haben uns doch geschworen, die Kunst der Magie zu erlernen, um eines Tages mächtige Zauberer zu werden. Das können wir am besten hier im Zentrum der Welt, wo die Hexerakademie ihren Sitz hat. Lass uns nach Tartalus gehen. Das Dorf ist in der Nähe der Hauptstadt, aber liegt gut verborgen in den Wäldern. Und das ist relevant, weil... Weil die Präsenz des Fürsten dort nicht sehr stark ist. Wir können ungestört anfangen zu studieren, bis wir talentiert genug sind, in der Akademie auch ohne Gebühr aufgenommen zu werden. Und das läuft eben nicht immer im Sinne irgendeiner dummen Moral. Mir gefällt, wie du denkst, Lina. Wer mächtig werden will, muss Opfer bringen. Na, großartig. Wir sind noch keine 3 Atemzüge aus dem Waisenhaus raus und ihr wollt schon die Inquisition auf den Plan rufen? Vertraut mir, wir machen das schon. Wir suchen uns ein Haus und verbringen den ganzen Tag in der Bibliothek. Wir werden Schüler der Hexerakademie. Wir werden so verdammt mächtige Magier, dass Geralds Hofzauberer dagegen wie ein Wicht aussieht. Und schließlich werden wir diese ganze Scheißwelt beherrschen. Ich kann keine Frauen lachen, es tut mir leid. Aber jetzt verstehe ich, warum diese Rothaarige, beziehungsweise warum Rothaarige so angesagt sind bei den Elras. Wir sind verloren. Verloren und verdammt. Okay, das war interessant. Weltherrschaft. Damals nur ein dummer Begriff, den wir nicht ernst nahmen. Geboren aus Marlinas Hass auf alles und jedes, das uns vorenthalten blieb. Wer hätte gedacht, dass wir ihren Wunsch mal so buchstäblich umsetzen? Ob sie stolz auf uns wäre? Oder würde vielleicht sie uns jetzt für wahnsinnig halten? Sie uns für wahnsinnig halten? Jo, das ist sehr interessant, muss ich sagen. Und wir haben einiges zum tun hier. Lass mich sehen. Aber, so lernen wir wenigstens was über die Geschichte der Elras. Das ist auch ganz interessant. Ja. Ja. Herr Gorgoth, der Tee schmeckt vorzüglich. Jawohl. Entspannen Sie sich, junger Mann. Verzeihung. Diese Arbeit, die ist von Ihnen 4, korrekt? So ist es. Wie lange haben Sie an ihr geschrieben und ergänzen dazu die Frage, wie lange beschäftigen Sie sich schon mit Magie? Die Ausarbeitung unserer Behandlung der Seele und wie sie die Magie beeinflusst, hat uns etwa 3 Monate gekostet. Mit Magie beschäftigen wir uns schon seit wir kleine Kinder waren. Sie hat uns immer fasziniert, besonders aber seit 11 Monaten, seit wir mit 16 die Volljährigkeit erreicht hatten und endlich Zugang zur königlichen Bibliothek besaßen. Man ist mit 16 volljährig. Kann ungestörten Sex... Hören Sie, Gorgoth, ich will ehrlich mit Ihnen sein. Ich habe mir Ihre Arbeit gerade nochmal rasch durchgesehen und das hier ist genial. Sie erkennen Zusammenhänge, für die unsere Studenten ganze Semester brauchen und Ihre Schlussfolgerungen sind ein Genuss für jeden Innovator der Magie. Offen gestanden verbietet es mir meine Erfahrung fast zu glauben, Sie 4 hätten das in nur 3 Monden zustande gebracht. Es ist die Wahrheit. Wir haben unsere Zeit für kaum etwas anderes genutzt. Dieses Thema macht uns aus. Und sollten Sie uns ein Stipendium gewähren, werden wir Ihnen all das in der Praxis zeigen, Professor. Nur geben Sie uns eine Chance. All unsere Eifer und unser Talent ist vergebens, wenn wir es nicht nutzen können. Und dazu braucht es vieler. Sie haben Schneid, Junge, das will ich Ihnen nicht absprechen. Gut, ich werde es mit den anderen Ratsmitgliedern besprechen, doch angesichts Ihrer Kompetenz sehe ich keine Schwierigkeiten. Ich denke, ich darf Sie 4 jetzt schon im Namen des Fürsten auf der Hexerakademie willkommen heißen. Vielen Dank, Sie ahnen nicht, was uns das bedeutet. Ich ahne es besser, als Sie denken, mein Junge. Doch ruhen Sie sich nicht aus, an dieser Akademie kommen nur die Besten und Fleißigsten voran. Natürlich, Professor Eisenrein. Vielen Dank. Eisenrein? Eisen oder Rein? Geschafft, wir sind so gut wie aufgenommen. Was auch sonst, Ihnen wird gar nichts anderes übrig bleiben, als unser Genie anzuerkennen. Vorsicht, Garda. Wer hochsteigt, fällt hart. Ach, steck dir dein Pessimismus, Morlon. Außerdem geht das Sprichwort anders. Könnt ihr euch nicht einfach mal freuen? Vor einem Jahr noch konnten wir vor einem Studium nur träumen und kannten Magie nur aus unseren Büchern. Und jetzt sind wir an der Hexerakademie. Was wollt ihr denn noch, ihr Ziegenböcke? Was für ein Diss. Vergiss nicht, dass das erst der Anfang ist, Goth. Bitte? Jeder Stümper kann hier aufgenommen werden, oder? Ich will, dass wir die besten Studenten werden, die diese ranzige Akademie jemals gesehen hat. Wir werden so talentiert sein, dass sogar der König uns respektieren muss. Das sollte doch sein, was wir erreichen wollen. Atme mal tief durch, Marlina. Kleine Schritte. Zeit ist ein kostbares Gut, wir sind noch mit Jugend gesegnet, aber die Seele altert nur allzu schnell. Ich kann diesen ganzen arroganten Großstadtschwein gar nicht früh genug zeigen, was so ein paar arme Waisenkinder bewirken können.
Ach, Marlena, du verhältst dich wie eine Hexe. Komm runter. Sie ist vielleicht eine Hexe. Tut mir leid, das muss die Aufregung sein. Ist schon gut, aufgeregt sind wir auch. Sogar Garda, der es nicht zugeben will. Wenn du es sagst, Molch. Wir machen einfach weiter wie bisher, Marlena. Ruhig, aber stetig, gewissenhaft und immer auf der Lauer nach neuen Chancen, unser Wissen zu vertiefen. In Ordnung? Ja. Ach ja, das war was. Die Aufnahme dieser albernen Hexerakademie, der Versuch Geralds, hier die mögliche Bedrohung für ihn unter Kontrolle zu halten. Ich glaube, es war etwa zu diesem Zeitpunkt, dass Morlun und Marlena sich näher gekommen sind. Wie zwei verdammte verliebte Kinder waren sie. Ekelhaft. Okay, weiter geht's. Ich bin gespannt, was die Geschichte noch so mit sich bringen wird. Sieh sie dir an. Diese Welt ist abscheulich. Ist sie das? Ist die Welt wirklich schuld daran, unter welchen Umständen unser Leben verlaufen ist? Ich glaube nicht. Aber ich kann an ihr nichts Schönes finden. Hattest du nie diesen Gedanken, dass die Welt so abscheulich ist? Ich hasse Menschen. Sie sind widerlich, grausam und triebgesteuerte Tiere. Diese Welt ist hässlich. Nun, ich empfinde sie als wunderschön. Du hast recht, Menschen und insbesondere die Menschen in unserem Leben sind voller Fehler, aber selbst jetzt noch sehe ich die Schönheit der Welt, in der wir leben. Wir müssen sie nur zutage fördern, sie verändern. Sie beherrschen. Man muss nicht alles, das man hasst, beherrschen, um die Schönheit darin zu sehen, weißt du? Man könnte versuchen, es so zu verändern, dass man es nicht mehr hasst. Oh, und du hast darin Erfahrung? Gerade du? Der du dich, wenn auch zu Recht, als etwas Besseres als all die unfähigen und heuchlerischen Studenten der Akademie ansiehst? Ja, ich bin etwas Besseres. Ich hasse das Schlechte aber nicht. Meine Pflicht als Gelehrter ist es, das Schlechte zu verbessern, es zu verändern, bis es sein volles Potenzial erreicht. Das versuchen wir mit der Seele zu tun. Hass ist nicht die Lösung. Veränderung ist es. Du warst schon immer gut im Reden, aber du bist ein Idealist. Manches ändert sich nie. Marlena zum Beispiel ist jemand, der wegen seiner Wut und seinem Zorn der Welt und allen Menschen gegenüber von vielen als sehr hässliche Person angesehen wird. Doch für mich ist sie schön, also will ich ihre Schönheit hervorbringen und sie verändern. Warum sollte ich sie beherrschen wollen? Außer im Bett. Du Zuckerzunge. Nachdem Zucker bisher in unserem Leben nie eine Rolle spielte, hielt ich es für einen guten Zeitpunkt, vom weißen Gold der Reichen zu kosten, findest du nicht? Maybe. Ich hasse Zucker. Zucker ist ungesund. Alles andere hätte mich auch enttäuscht. Was machen die beiden da? Und wichtiger noch, warum sehen wir ihnen dabei zu? Gibt es nichts Wichtigeres zu tun, als zweiläufigen Hunden beim Paarungsverhalten zuzusehen? Könntest du das nochmal laut genug sagen, dass Marlena es hört? Hältst du mich für lebensmüde? Unsere Studien laufen doch gut. Morlun und ich sind Jahrgangsbeste und Marlena und du habt auch nicht schlecht abgeschnitten. Bald dürfen wir mit echten Zaubern hantieren. Was schadet es da, wenn die zwei neben der Seele zur Abwechslung auch mal dem Herz etwas Zeit einräumen? Sinnlose Liebelei. Vielleicht ist es möglich, die Welt zu verändern, aber dafür braucht man Macht. Wer nicht mächtig ist, wird auch nicht ernst genommen. Ich stimme dir zu, wenn wir erst das Potenzial unserer Seele nutzen können, werden wir wahre Macht erlangen. Eine Stärke, von denen die heutigen Hexer nur träumen können. Mit dir zusammen die dummen Gesichter dieser Narren zu sehen, ist eine Vorstellung, mit der ich mich anfreunden kann. Wie herzlich von dir. Die Weltherrschaft können wir uns später ja noch immer holen, ohne sie dabei kaputt zu machen. Versprochen? Habe ich dich je belogen? Nicht, dass ich wüsste. Da geht was bei den beiden. Da geht was. Wir haben nur uns vier. Keine Familie, keine Freunde, keine Unterstützer. Die anderen Studenten verachten uns für unser Genie, für die Dorfbewohner sind wir nur unheimliche Waisenkinder und die Dozenten des Fürsten halten unsere Ideen für wahnwitzig. Wir haben nur uns. Darum sollte es uns wichtig sein, unser Band nicht aus den Augen zu verlieren. Wir gegen die Welt. Ja, da ist was dran. Diese Erinnerung schmerzt. Ich könnte von meiner eigenen Restmenschlichkeit erbrechen. Diese Emotionen sind so ganz und gar unnütz. Man sieht ja, wo sie Marlena hingebracht haben. Ich bin gespannt, wo sie hingebracht haben. Doch immerhin haben sie letztendlich auch uns hierher gebracht. Da ist was dran. So, das hatten wir, dann ist das. Dann ist das wohl dran. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
Nein! Ich habe aus Versehen das... Das können Sie doch nicht machen. Ich kann und ich werde, junge Dame. Mir ist dieser Schritt nicht leicht gefallen, aber ich habe Ihnen ausreichend Warnungen ausgesprochen. Diese Universität ist nicht der Ort für Ihre Art des Studiums und der Magie. Ich bin mit Abstand die beste Studentin, die Ihre Einrichtung jemals gesehen hat. Meine Noten sind unerreicht. Ich bin Studentenratspräsidentin. Zählt das alles etwa nichts? Marlena, du musst nicht schreien. Wir können das auch ruhig besprechen. Hat sie denn geschrien? Es zählt etwas und es hat ihnen vier lange als Schutzschild gedient. Doch zum Magieturm gehört mehr als gute Ergebnisse zu erzielen. Es geht um die Ethik. Die Vergangenheit hat uns gelehrt, dass es zu mächtige Magie ohne Kontrolle noch zu nicht zu fürchten, wohl aber zu respektieren und vorzubeugen gilt. Die größte Magie beugt sich keiner Ethik. Große Geister verlangen nach Handlungsfreiraum. Und den werden Sie sicher finden, solange Ihre Studien nicht mit den Gesetzen des Fürsten in Konflikt geraten. Nur nicht hier. Wir können nicht hinnehmen, dass bei Ihren Experimenten an der Seele weitere Individuen zu Schaden kommen. Ob Mensch oder Tier, Sie können froh sein, dass diese Sache mit dem armen Manelljungen kein ernsteres Nachspiel mehr hat. Ich habe mich darum bemüht, weil ich noch Potenzial in Ihnen sehe. Sie sind ein seniler, ängstlicher Narr. Das werden Sie noch bereuen. Dafür sorge ich. Marlena! Oh mein Gott. Schulverweis. Ich sehe ja, dass Marlena mit dem Zauber letzte Woche zu weit gegangen ist, Professor, aber es war mit Sicherheit nicht ihre Absicht, was mit Yannick passiert ist. Solche Fehler kann man korrigieren. Nein, Junge, ich fürchte, eine so tief sitzende Einstellung, gebündelt mit einem alles verschlingenden Hass, kann man nicht korrigieren. Ich möchte nicht, dass ihr auf die schiefe Bahn geratet, doch ich mache mir ernste Sorgen. Fürst Geralds Gesetze zum Missbrauch der Magie sind äußerst streng. Betrachtet Marlinas Exmatrikulation als Warnung. Die Problematik ihrer risikoreichen und wenig vorzeigbaren Studien betrifft sie alle vier. Es war nur ihre unglückliche Freundin, die als erste eine klare Grenze überschritten hat. Was verschwenden wir unsere Zeit überhaupt noch mit diesem dummen Wurm? Marlena hat alles gesagt. Ich werde noch heute meine Exmatrikulation beantragen. Ich habe irgendwie ein Problem mit diesem Wort. Ich kenn's, aber ich habe ein Problem damit. An einem Ort, der so nach Angst und Zögerlichkeit stinkt, kann keine wahre Magie entstehen. Ihr seid gefangen im Käfig eurer eigenen Wertvorstellungen. Das mag sein. Aber Freigeister sind ja meistens im Abseits hier. Ich kann nicht in dieser Universität bleiben und ich sehe es als falsch an, unsere Studien zu verdammen. Magie muss sich ändern, das Verständnis von Magie muss sich ändern. Und dafür müssen wir unsere Seele verstehen und nutzen können. Nur so können wir vorankommen. Falls das hier nicht möglich ist, dann eben woanders. Lebt wohl, Professor. Und was ist mit Ihnen, Gorgoth? Werden Sie uns auch verlassen? Die Seele, Professor Eisenrein. Was wissen wir über sie? Wie nutzen wir sie? Ist es eine Tragödie? Vieles, das in unserer Geschichte passiert ist und seien es nur Gerüchte und Sagen, hätte verhindert werden können, hätten wir den Kern unserer Existenz gekannt. Wir müssen daran weiterforschen. Wir müssen die nächste Stufe der Evolution erklimmen. Und dafür ist es vielleicht notwendig, seine Menschlichkeit hinten anzustellen. Ich bin entsetzt von Ihren Worten, Junge. Als sie vor 2 Jahren zu mir kam, hatte ich ihnen den zünftigen Hofstab des Fürsten gesehen, doch die Richtung, in die sie sich entwickelt haben, ist zutiefst verstörend. Mir bleibt nur zu hoffen und zu bitten, dass sie Acht geben, in welche dunklen Abgründe sie sich begeben und zu was sie werden, wenn sie erstmal dort sind. Vermutlich etwas Mächtigeres. Da hat er allerdings recht. Wir haben uns sicher nicht aufhalten lassen. Im Gegenteil, jetzt wo wir ungebunden waren, wurden wir radikaler, experimentierfreudiger, ergebnisorientierter. Wir fingen an, uns menschliche Freiwillige aus dem Dorf in unsere Labore zu holen. Doch wenn ich mich recht erinnere, war gerade Marlena dabei, stets mit einer beispiellosen Unvorsicht unterwegs. Sie hatte eine unbeschreibliche Energie und Inspirationskraft, aber ihr gesunder Menschenverstand, der ging noch lange vor unserem ins Nichts. Aber sie haben immerhin zusammengehalten. Das ist doch auch schon mal etwas. Ich finde das hier mega interessant und ich glaube, wir werden die nächsten 2 Videos, also dieses und nächstes Video, werden wir wahrscheinlich noch
uns mit der Vergangenheit der Elras beschäftigen. Diese Anschuldigungen sind einfach nur lächerlich. Das sind sie durchaus nicht. Seit Monden verschwinden Dorfbewohner und vor allem Kinder aus Tartarus und den umliegenden Dörfern. Und der Bürgermeister sowie mehr als 10 weitere Zeugen haben uns zweifelsfrei gemeldet, dass sie Schreie der Betreffenden aus dieses Haus vernommen haben, neben flackernden Lichtern und Farben, die nur von dunkelster Magie herrühren können. Ein solches Hexenwerk wird unter seiner Fürstlichkeit Arthurus Geralt nicht geduldet. Ihre Fürstlichkeit würde wahre Magie nicht mal verstehen, wenn sie ihm seine kümmerlichen kleine Seele aus dem Leib reißt. Hüte deine Zunge, du rothaarige Dämonenbuhle! Also ist schon ein bisschen aggro drauf. Du stinkender Köter, wage es noch einmal, Marlena zu schlagen! Noch einmal! Mund halten, oder du kannst dir mit deiner Schlampenfreundin eine Zelle teilen. Warum nur sie? Warum werden wir nicht alle abgeführt? Halt die Klappe, Brillenschlange! Diese rothaarige Hexe hier ist das einzige Mädchen im Dorf mit dieser Haarfarbe und sie wurde eindeutig an mehreren Tatorten gesehen, von den ganzen abscheulichen Beweisen in ihrem Zimmer ganz zu schweigen. Nun, und sie ist rothaarig. Uns reicht das, um sie auf ein schönes Schafott zu stellen. Auf blasphemischem Hexenwerk und Missbrauch der Seele steht der Tod. Durch Verbrennung normalerweise. Nein! Ihr erdreistet euch, unsere Freundin zum Tode zu verurteilen, nur weil sie rote Haare hat und zufällig von ein paar stinkenden Bauerntöppeln an einigen Orten gesehen wurde. Seid ihr noch bei Trost? Offensichtlich hat euer Fürst Angst. Und die sollte er auch haben. Wie bitte? Pestregen und Schweinestein, Marlena. Mach es nicht noch schlimmer. Sei jetzt einfach still. Ich denke ja gar nicht daran. Ich bin dabei, ein neues Zeitalter der Magie einzuläuten. Eines, in dem die Seele nicht länger die Magie beherrscht, sondern wir die Seele. Geralt zittert auf seinem Thron, weil er weiß, dass er diese Entwicklung nicht aufhalten kann. Ich und diese Tölpel hier wären ihm niemals hörig. Red nur weiter, Mädchen. Das ist Musik in meinen Ohren. Was sie sagt, ist Unsinn. Wir vier wollten nur... Wie einem Schwein werde ich Geralt die Haut abziehen und seine Seele fressen. Das hier ist größer als ein Fürstentum oder ein Land. Das hier ist genug, um die ganze Welt zu beherrschen. Marlena? Bei dir ist jede Hoffnung vergebens. Der Scharfrichter wird sich nicht lange mit deinem hübschen kleinen Hals aufhalten. Aber ich... Damit werdet ihr niemals ungestraft davonkommen. Hört ihr? Das wird Konsequenzen haben. Ist das so, ja? Was wollt ihr denn schon tun? Was könnt ihr denn schon tun? Der einzige Grund, dass wir euch nicht alle vier mitnehmen und euren ketzerischen Holzschuppen niederbrennen, ist, um ein Exempel zu statuieren und euch vielleicht auf den rechten Pfad zurückzustoßen. Stellt euer Wissen in die Dienste des Fürsten und eure Ketzerei wird zur heiligen Arbeit. So, so. Unfassbar, dass Geralt so verzweifelt ist. Tut mir leid, ich kann keine Frauen lachen. Ich bin auch keine Frau. Ich sehe eine purpurrote Zukunft für Geralt am Horizont. Das genügt jetzt. Abführen! Oh mein Gott. Marlena, Sie werden dich töten. Hab keine Angst. Sie können meinen Körper vernichten, aber niemals meine Seele. Tu mir einen letzten Gefallen, sobald ich nicht mehr da bin, Molchi. Jeden. Zerstöre die ganze Welt. Hier wird dich geflüstert, oder sollen deine Freunde doch noch mitkommen? Also ich denke, dass Marlena etwas verrückt ist. Oder war. Dieser Moment war unsere Geburtsstunde. Oder nein, das war etwas später. Doch dass Marlena uns deckte, machte es überhaupt möglich, dass Geralt, dieser Möchtegern-König von einem Fürst, so machtgierig war, dass er dafür jede potenzielle magiebegabte Person bedrohen musste. Das war schlimm, ja. Whiter Gates. Whiter Gates. Ist nun die Geburtsstunde der Elras vorangeschritten, gekommen. An der Zeit. Ist sie tot?
Es ist vorbei. Sie haben sie hingerichtet. Oh mein Gott, sie haben es tatsächlich getan. Widerliche, ekelerregende Menschen! Sie hat mich bis zum Schluss angelächelt, weil sie wusste, was ich tun würde, was wir tun würden. Und was wäre das? Die Welt, die sie so gehasst hat, in Flammen aufgehen lassen und sie dann beherrschen, wenn nichts mehr von ihr übrig ist. Und wir werden damit anfangen, indem wir unsere Experimente fortsetzen und unsere Forschung intensivieren. Geralt wird brennen! Schön, aber wir können nicht weitermachen wie bisher, sonst enden wir auch bald ohne Kopf. Wir müssen uns organisieren und bestenfalls Gleichgesinnte finden. Einige Professoren an der Universität damals fanden es alles andere als gut, dass wir exmatrikuliert wurden. Vielleicht kann ich für sie sie für unsere Sache begeistern. Von den ganzen talentierten Hexern, die von den Gesetzen des Fürsten gebunden werden, ganz zu schweigen. Wir sollten eine Gruppierung bilden, eine geheime Gruppe entschlossener und unaufhaltsamer Magiekundiger, die sich die Seele und alles andere untertan machen. Ich glaube, das Wort, das du suchst, ist Sekte. Wenn du es so nennen willst, apropos Vorschläge für einen Namen? Die Feuervernichter. Nein! Zum Glück wurde der Name abgelehnt. Abgelehnt? Die Feuervernichter. Die Seelenbeherrscher. Abgelehnt. Die Weltenhexer? Abgelehnt. Ich habe hier und da etwas über ein sehr großes Volk gelesen, das vor langer Zeit wohl die ganze Welt beherrscht hat. Viel ist über sie nicht bekannt, da kaum Bücher über sie existieren, aber sie waren so mächtig, dass ihre Oberhäupter sich als Götter, als El-Ras bezeichneten. Wäre die Ironie nicht köstlich? Die El-Ras-Magier. In Ordnung, so soll es sein. Das ist sie, die Geburtsstunde des Bösen. In Malinas Namen werden die El-Ras-Magier alles zerstören. Ha! Ich bin immer noch der Meinung, dass die Feuervernichter der bessere Name gewesen wäre. Nicht. So, jetzt gucken wir doch mal, wo es als... Aha, hier blinkt es als Nächste. Jetzt gucke ich allerdings kurz auf meine Zeit. So, ich hoffe, es stört euch nicht, dass wir heute wieder ein bisschen länger machen werden, aber wir möchten uns ein bisschen hier kundig machen. Vielleicht schaffen wir die Geschichte ja noch in diesem Video. Mal sehen. Das wäre wünschenswert. Sollte ein solch unwahrscheinlicher Fall also eintreten und wir eine solche Rasse erschaffen, wer soll sie kreieren? Ich meine, wirklich kreieren. Ich halte es noch für immer Wahnsinn, überhaupt eine so mächtige Dienerschaft ins Leben zu rufen. Die Idee mit den Restriktionen mag theoretisch funktionieren, aber wir würden mit unkontrollierbarem Feuer spielen. Tun wir das nicht schon seit langem, Morlon? Wahnsinn! Welche Bedeutung hat dieses Wort noch für uns, seit wir Artorus den Schädel abgerissen haben? Seit wir Skelette sind? Nur ein Wort. Wir brauchen Erntehelfer. Anders können wir die Macht des Kaldariums nicht vollständig nutzen. Tut, was ihr für nötig haltet, doch ich prophezeie euch, diese Vampire werden auf uns zurückfallen. Wir behalten das im Kopf und bleiben vorsichtig, da du zögerlich bist, Morlon, und dir das nötige Fingerspitzengefühl fehlt, Garda, soll ich die Kreation übernehmen. Mir soll es recht sein. Die Details und Überlegungen zu den Fähigkeiten und Seelen unserer Kinder haben wir bereits bis zur Erschöpfung behandelt. Doch wie sollen sie aussehen? Wie Menschen? Alles nur das nicht. Sie müssen sich unübersehbar von diesen Affen unterscheiden. Nein, ihr Aussehen muss klar machen, dass sie etwas Besseres sind. Wie wäre es mit weißen und grauen Haaren? Die bekommt man im Alter und sie stehen für Weisheit. Wenn wir sie Kreaturen geben, die niemals altern, ist das ein Machtbeweis gegenüber einer fehlerhaften Rasse. Das gefällt mir. Weiß, grau, vielleicht auch schwarz. Eine Ausnahme sollten wir machen. Rothaarige Frauen sollten ihre roten Haare behalten dürfen. Okay. Ich stimme dem zu. Es kann keine bessere ewig währende Totenmesse geben als ein mächtiges Volk rothaariger Dämonen, die Tod und Verderben über Mensch und Welt sehen. Dann werde ich es so einrichten. Noch etwas. Rote Augen, blasse Haut. Morlon, verdammt, du
willst Kopien von ihr erschaffen. Und was ist falsch daran, Garda? Was? Du sagtest es doch selbst. Eine ewig währende Totenmesse. Das ist das Mindeste, was wir ihr schulden. Ich verlange es. Verstanden. Haben Sie gerade über die Vampire gesprochen, die Sie erschaffen? Es macht keinen Sinn eigentlich. Ich meine, Vincent Raynard hat doch Vampire erschaffen. Hätten wir nur auf dich gehört, Morlon. Hoffen wir, dass du dieses ganze Ärgernis an deinem Ende doch noch zu einem für uns und Lina glücklichen Ausgang bringen kannst. Die Totenmesse muss weitergehen. Sie muss. Und unsere Herrschaft über diese hässliche Welt ist dabei der nächste und letzte Schritt. Ich bin müde. Der Abstieg in längst vergessene Menschlichkeit war doch sehr erschöpfend. All das erinnert mich doch nur zu gut daran, warum wir diesen aufsässigen Würmern und diesem impertinenten Clan schleunigst den letzten Todesstoß versetzen müssen. Das ist wahr. War's das etwa schon? Marlena lebt. In uns. Ich meine, wir wissen ja, dass die Elras die Vampire erschaffen haben und so und dass Jaina mit ihrem roten, wallenden Haar nicht umsonst ausgewählt wurde. Oh, das war's tatsächlich schon mit dem Fragmenter. Okay, ich habe mir ein bisschen mehr erwartet, wenn ich ehrlich bin. Ich habe gedacht, wir erfahren noch ein bisschen mehr aus der Vergangenheit der Elras. Trotz allem fand ich das Ganze hier doch sehr interessant. Und wir haben jetzt noch ein Wüstenfragment, wie man hier sieht. Und dieses Wüstenfragment werden wir auch demnächst einsetzen. Die Frage ist jetzt allerdings, was wollte ich eigentlich als nächstes tun? Da wir jetzt das abgeschlossen haben und ein bisschen schlauer waren. Also, wie gesagt, ich fand es doch wirklich ziemlich interessant mit den mit der ganzen Geschichte jetzt und dass man auch ein bisschen was über die Elras erfahren durfte. Finde ich schon ein sehr gut, sehr sinnvoll Inhalt, sinnvoll eingesetzten Inhalt, erweiterten Inhalt, der hier vom Gutingshamon nachträglich einprogrammiert wurde. So, bevor ich jetzt hier noch weiter planlos in der Gegend rumlaufe, muss ich mich noch einmal kurz ein bisschen strukturieren. So, bevor ich mich entscheide, was wir denn als nächstes tun möchten, möchte ich nochmal in meiner eigenen Stadt Orel tanzen. Denn es gibt etwas, was ich dem guten Xamon, der mit Sicherheit reinschauen wird, zeigen möchte. Wir sind jetzt quasi an dem Punkt, wo wir Solena unsere Einheiten und das Geld bringen können. Und wenn ich jetzt auf Ja klicke, müsste ja eigentlich eine Sequenz starten, so wie es beim letzten Mal der Fall war. Ich habe Ronak hingeschickt und bliblablub. Aber irgendetwas scheint hier nicht zu stimmen, denn es startet sich kein Event. Wenn ich jetzt mit Solena nochmal spreche, dann sagt sie quasi nochmal genau das gleiche. Ja, sie möchte eine Stadt aufbauen und sie braucht das und das und blablabipapop. Das ist ein bisschen komisch, weil normalerweise, also weiß ich, es muss irgendein Bug sein oder so. Weil auch hier die Leute laufen ganz normal rum und es geht einfach nicht. Lieber Xamon, wenn du das hier siehst, dann hast du vielleicht eine Lösung, ob ich was man hier umskripten, umschreiben, umtun muss, denn sonst kann ich Orel leider nicht abschließen. Das wäre schade. So, ich werde mich jetzt offscreen nach Novrum begeben, denn ich möchte gucken, ob es dort vielleicht noch etwas zu tun gibt. Es gibt noch einige, ja, mach jetzt kurz aufs Onscreen, was soll's. Es gibt einige, Sachen, die ich auf jeden Fall noch machen werde, die werde ich jetzt aber nicht mehr in diesem Video anschneiden, wie zum Beispiel weitere Endings. Da gibt es ja auch noch einiges, was ich tun kann und tun möchte. Da ich ja mittlerweile, oder da ich die Info bekommen habe, habe ich nämlich total vergessen, dass man im Magierzimmer den Schwierigkeitsgrad umstellen kann vom Spiel. Geh mir aus dem Gesicht, Alter. Genau, und dann möchte ich mich hier in Novrum nochmal umschauen und mal gucken, ob es eventuell noch ein oder andere Sachen zu tun gibt. Okay, was auch interessant ist, wir haben jetzt eine Wallner-Statue. Warum steht hier eine Statue von mir? Da feiert wohl eine Stadt ihren Helden. Irgendwie fühle ich mich vernachlässigt.
Ach was, die Statue steht sicher für uns alle stellvertretend. Das sollte uns stolz machen. Unangenehm. Jo. Naja, wir können ja mal kurz gemeinsam schauen, was eventuell der gute Bürgermeister... Ach, da ist sie, die Panda-Liebhaberin. Ich liebe diese Frau. Wisst ihr, ich glaube fest daran, dass es sowas wie Helden gibt. Ich halte das weder für eine romantisierte noch eine unrealistische Überzeugung. Manche Personen sind eben besonders. Und ich denke, ihr seid solche Personen. Das habt ihr uns bewiesen. Dir ist aber schon klar, dass wir blutsaugende Vampire sind, die Menschen in unseresgleichen verwandeln und Clankrieger töten. Wir sind keine strahlenden Wohltäter. Das erwartet auch keiner. Perfekte Helden sind unglaubwürdig und nur in schlechten Büchern vorhanden. Ihr habt Schwächen und eigene Überzeugungen, das macht euch menschlich. Und das als nur allzu unmenschliche Vampire. Eine schöne Ironie, was? Ich bemühe mich immer, einen gewissen Mittelweg zu gehen. Zu hören, dass unsere Taten wirklich auch Gutes bewirken, freut mich. Und dann muss doch wieder der nächste Mensch dran glauben. Nun sei doch nicht so zynisch, Asgar. Mir ist egal, was ihr außerhalb Novrums getan, welche Taten ihr begangen und welchen Feind ihr gerichtet habt. Jeder tut, was er tun muss. Aber ihr Vampire und Menschen habt Novrum gerettet und uns Hoffnung gegeben, wo fast keine mehr war. Und dafür werden wir euch sehr, sehr lange dankbar sein. Na, das ist doch ein Ergebnis, auf das wir einschränkungslos stolz sein können. Von mir aus. Solche Taten sollten viel öfter auf unserem Plan stehen. Das erfüllt mich deutlich mehr, als den tausendsten Elras zu schlachten. Mal sehen, was wir in dieser Welt noch so ausrichten können. Tobt euch aus, am Ende wachsen euch noch kleine Engelsflügelchen. Das will ich jetzt doch eher bezweifeln. Auch gut. Vergesst vor lauter gute Taten nur nicht, uns ab und zu mal zu besuchen. Novrum steht geschlossen hinter euch. Danke, Xaria, wir werden daran denken. In deiner Obhut müssen wir uns um die Bewohner ja keine Sorgen machen. Du bist eine Schmeichlerin. Passt auf euch auf, Freunde, und bis bald. Okay. Doch was wird passieren, wenn Asgard Engelsflügel bekommt? So, gucken wir doch mal, was der Bürgermeister zu erzählen hat hier. Kiste konnte ich auch nicht öffnen, glaube ich. Ja, ich konnte, glaube gar keine Kisten öffnen in dieser Stadt, also. Ah, okay, wir können einen Pfad schaffen, das ist natürlich auch schon mal sinnvoll. Hi. Hervorragender Trick mit den Teleporter, ihr Schlitzohren. Wir werden uns euer Schloss mal ansehen und uns überlegen, wie wir helfen können. Sagt aber Gina in dem Wesen, das aussieht wie der Albtraum einer farbenblinden Kunststudentin Bescheid, ehe ihr euch durchs Schloss bewegt. Sonst halten die Wachen euch noch für Elras. Das sollte sich einrichten lassen. Wenn ihr Novrum das nächste Mal über den Höhleneingang betretet, sind wir sicher fertig. Bis dann. Okay. Ha. Huh. Was passiert, wenn ich Novrum noch einmal durch den Höhleneingang betrete? Das möchte ich durch kurz mal herausfinden. Eine Neria-Statue steht hier. Und noch eine neue Statue. Oh Gott, so viel haben wir doch gar nicht getan. Für die unteren schon. Genießen wir also wenigstens einmal ehrliche Anerkennung. Das tun wir, liebe Elaine. Das tun wir. Ja, ich werde mich ja offscreen hier, denke ich mal mit allen Menschen unterhalten, mit allen ehemaligen Menschen unterhalten und einfach mal gucken, was eventuell hier für Neuigkeiten uns erwarten. Ich meine, ich glaube nicht, dass es noch eine, gut, vielleicht gibt es auch noch eine neue Quest, ich habe keine Ahnung. Reden wir mit diesem Typen nochmal. Unsere ausgezeichneten Schnuckling-Verbündeten erstatten mir die Ehre eines Besuches. Na, was macht das Wertebefinden? Wir können nicht klagen, und selbst? Besser seit eurem Wirken, hier so viel ist bei sicher, Schätzchen. Die Stadt und ihre Bewohner sind gelassener geworden, jetzt da wir wieder eine Zukunft haben. Das war reichlich edel für eine Gruppe marodierender Blutsaugerchen. Ach, Schubladen haben uns noch nie gefallen. Da schließe ich mir euch an, ihr Lieben. Ihr habt einen ganz festen Platz in unserem Herzchen. Heißt das, wir bekommen aber jetzt einen Rabatt bei dir? Aber selbstverständlich nicht. Nun guck mal nicht so böse drein, du Schlimmer. Ihr habt euch ja tatsächlich eine Belohnung verdient. Schnappt euch den Inhalt der Kiste da, wenn ihr mögt. Danke, Keres. Norum hat zu danken, Süßer. Oh mein Gott. Kirschrobe und Smaragde halt. Oh, eine Kirschrobe. Aha. Halbiert MP, Schutz vor Schatten. Oh, ja, halbiert MP. Oh, yeah. Im Endeffekt wie, Moment. Halbiert MP Kosten oder halbiert die MP an sich? Ja, halbiert die MP Kosten, alles klar. Ja, eigentlich kann ich ihr das lassen. So, gut. Was ist das hier? Gar nichts. Reden wir nochmal mit dem Bürgermeister.
Da seid ihr ja wieder, ihr Lebenssaftliebhaber. Wir haben uns mal diesen Runensyntaton am Innenturm angesehen und die wenigen fähigen Magier in Novum haben schnell herausgefunden, dass diese Runentafeln, die ihr mit Runen erschaffen müsst, von uns auch mit reiner Elras-Magie nachgebildet werden können. Das heißt, wir brauchen unsere Runentafeln nicht mehr selbst zu erschaffen? Wunderbar! Nicht so schnell, ja? Bei aller Liebe und Zusammenarbeit kostet diese Tafelnachbildung unsere Bewohner immense Mengen Kraft. Um das irgendwie wieder auszugleichen, bräuchten wir Geld, um von euren Händlern Dinge zu bekommen, die uns hier nur rumhelfen. Es ist doch wirklich jedes Mal dasselbe. Na komm, seid nicht sauer auf mich, ja? Das ist doch ein annehmbarer Kompromiss. Den Großteil eurer Runen könnt ihr immer noch selbst herstellen, aber wenn ihr partout nicht auf eine Zusammenstellung kommt oder einen bestimmten Zauber wollt, sollte euch das noch auch ein paar Fehler wert sein. Da bin ich ganz sicher. Schön, es freut mich, dass wir uns auf eine weitere Weise gegenseitig unterstützen können. Yeah, Nikolas hat für euch Tafeln nach eurem Level im Angebot. Seid ihr Stufe 30, kann er euch alle Runentafeln verkaufen, die ihr mit diesem Level herstellen könnt. Ja, das ist ja alles klar. Ja, genau, okay. Oh, dann rede ich mal mit ihm. Stufe 60 bis 90 natürlich. Wir können quasi jetzt alle Zauber im Spiel hier kaufen. Alle. Und das werde ich bis zum nächsten Part machen. Ich werde mich hier tot kaufen bei diesem Typen und alle Zauber, die ich noch nicht habe, eben, ja, dementsprechend mir aneignen. Das finde ich eine sehr coole Idee und das ist, glaube ich, auch mit eines der lohnenswerten Bonis, die man hier bekommen kann. Finde ich zumindest. Gucken wir mal, was die gute Maera macht. Oh, hübsches Bildchen. Kann ich hier hoch? Nein, kann ich nicht. Reden wir mal mit ihr. Gucken wir mal, was wir mit ihr vertun können. Hallo Schätzchen. Mhm. Was denn? Du lächelst von dir aus und das gegenüber jemand anderem als Nikolas. Das ist rar. Win rar. Es ist auch rar, dass ich mich irre oder zugebe, dass ich mich irre. Als ihr nach Novrum kamt, war ich mir sicher, dass ihr eine Falle der Elras, um uns zu testen, oder intrigante Bestien seid, die unsere Situation ausnutzen wollen. Neare, mein großer Bruder, ist genauso gestorben. Die Elras haben uns Magier geschickt, die vorgaben, uns helfen zu wollen. Mein Bruder, der vor mir der Hauptmann war, ging darauf ein, arbeitete mit den Fremden zusammen einen Plan aus, nur um plötzlich mitsamt so ziemlich allen kampffähigen Soldaten von den Magiern, die Elras waren, die Haut abgezogen und öffentlich gekreuzigt zu werden. Sie hatten keine Chance. Das war kurz nach der Gründung Novrums und auch unser letzter Widerstandsversuch. Gott! Kann nicht helfen. Das tut mir so leid. Kein Wunder, dass hier alle so skeptisch gegenüber unserer Hilfe waren. Ja, die Kompromisslosigkeit dieser Elras muss man erstmal verdauen. Es ist schon gut, das ist bereits fast 4 Monate her und meine Trauer hat ihren lähmenden Höhepunkt schon länger hinter sich gelassen. Und jeder Gedanke, den ich nicht dem Bürgermeister widme, gilt meinem Bruder und unseren Kameraden. Aber was ich sagen wollte, ist eigentlich etwas deutlich Schöneres. Ich lächle, weil ihr ehrlich wart. Ihr seid jetzt unsere Verbündeten, weil wir euch vertraut haben und ihr uns geholfen habt. Das beweist, dass mein Bruder kein Narr war, dafür auf Hilfe zu hoffen und diese anzunehmen. Das verschafft mir innere Ruhe und dafür danke ich euch neben den offensichtlichen Dingen. Ich spreche wohl für uns alle, wenn ich sage, gern geschehen. Definitiv, du verdienst etwas Ruhe und Frieden, Meara. Schön, dass auch wirklich jeder in Novrum von unserem Bündnis profitiert. Ein sinnvolles Bündnis ist eines, bei dem die beiden Seiten sich für den Gewinner halten. Insofern machen wir doch alles richtig. Ihr seid nach wie vor zwielichtig, aber damit kann ich leben. Ich schätze es sogar. Nichts ist unzuverlässiger als überzeugte Optimisten mit Dauergrinsen. Gut hinhören, Valnar. Ja, du bist der Kracher, Aska. Und Meara, wirst du dich jetzt den Gefühlen für Nikolas widmen? Versuch nicht mal, es zu leugnen. Halte dir das für angemessen. Immerhin ist mein Bruder vor 4 Monaten gestorben, ja. Und du hast um ihn getrauert, tust es noch. Aber findest du es nicht an der Zeit, auch mal wieder etwas für dich zu tun, nachdem du immer das Wohl Novrums im Sinn hast? Eure Stadt ist jetzt sicher, du kannst dich also endlich etwas ausruhen. Und befummeln lassen. Vielleicht werde ich das tun. Ich danke euch, Valnar. Und nochmals, gern geschehen. Pass auf dich auf und viel Glück. Naja, wie man es im normal bösen Ending gesehen hat, hat es ja nicht wirklich funktioniert. Oder war es normal gute? Nein, das böse. Ich weiß, ich komme sowas von hinterher. Ich komme sowas von nicht mehr mit. So. Ich würde sagen, das war's für heute mit diesem Part. Wir haben, wie gesagt, einiges über die Elras erfahren und werden uns dann im nächsten Video, denke ich mal, mit etwas zwei, ja, größeren Quests auseinandersetzen.
in denen Alida und Anastasia eine zentrale Rolle spielen werden. So. Ich sage vielen Dank fürs Zusehen, Kommentieren und Liken und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Vampire's Dawn 2 Everlasting Blood.